Um eine demokratische und gerechte Energiewende zu verwirklichen, ist Bürgerbeteiligung unabdingbar. Die Heidelberger Energiegenossenschaft EG ist am 8. September 2010 gegründet worden und versucht, die Bürgerenergiewende zu verwirklichen. Hervorgegangen ist die Genossenschaft aus der studentischen Initiative Unisolar Heidelberg, die im Jahr 2010 eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der neuen pädagogischen Hochschule initiierte. Inzwischen wurde durch viel ehrenamtliches Engagement eine Energiegenossenschaft mit 230 Mitgliedern aufgebaut. Über 1 Million Euro wurde in 12 Bürgersolaranlagen mit einer Gesamtleistung von über 700 Kilowatt Peak investiert. Das bisher anspruchsvollste Projekt war die Umsetzung eines innovativen Vermarktungsmodells. In einem Pilotprojekt wurden dazu 7 Solaranlagen auf Dächern einer Mehrfamilienhaussiedlung installiert. Erstmals konnte ein Modell umgesetzt werden, bei dem die 116 Mieterinnen und Mieter den Solarstrom direkt von der Genossenschaft beziehen können. Eine Möglichkeit, die bisher Eigenheimbesitzern vorbehalten war. Die technischen und administrativen Anforderungen an ein solches Projekt sind extrem hoch. Sie konnten aber von der Energiegenossenschaft durch eine erfolgreiche Kooperation mit weiteren Akteuren vor Ort gemeistert werden. Die Erfahrungen wurden in vielen Veranstaltungen und Veröffentlichungen weitergegeben und ähnliche Projekte bei der Umsetzung unterstützt. Mit ihrem Engagement leistet die Heidelberger Energiegenossenschaft einen wichtigen Beitrag, die Bürgerenergiewende trotz immer neuer Hürden voranzutreiben. Wir gratulieren der Heidelberger Energiegenossenschaft EG zum Deutschen Solarpreis 2014.